Wir sind hier live auf der YCS in Dortmund und heute wollen wir eine interessante Frage nachgehen. Und zwar, was soll sich eigentlich in Yu-Gi-Oh! Ändern? Also wenn du jetzt eine Sache ändern könntest, was wäre das? Und das fragen wir einfach mal ein paar Yu-Gi-Tuber. Ich glaube, ich würde eine Master Rule ändern momentan, weil ich glaube, das Spiel geht momentan in so eine Richtung, die sich nicht so gesund anfühlt. Also jetzt gar nicht so bezogen auf das aktuelle Tier 0 Format, sondern man muss sich halt irgendwie was einfallen lassen, um das Spiel wieder ein bisschen zu regulieren. Weil ansonsten, glaube ich, bekommt man langfristig echt ein Problem, weil über Power Creep ist das, glaube ich, für die Zukunft nicht alles lösbar. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir irgendeine Master Rule bekommen, die vielleicht irgendwie Summons einschränkt oder irgendwas in die Richtung. Könnt ihr vielleicht auch ein bisschen kreativ werden, aber ja, sowas würde ich auf jeden Fall gerne ändern. Also definitiv die Time Rule, ja. So wie das aktuell ist, kann es nicht so stehen bleiben. Ich möchte ganz gerne wirklich wieder 3 Runden nach Ablauf der Zeit haben, damit man dann auch ordentlich einen Gewinner festlegen kann. Weil so funktioniert es einfach nicht. Bist du auch bereit, dann 3-Tages-Events zu haben, weil es so lange dauert? Von mir aus könnte es auch 5 Tage sein, gerne. Dann gibt es auch mehr Side-Events. Band Mystic Mine. Okay, also was mich am meisten an Yu-Gi-Oh! Stört, ist, dass es so wenig einsteigerfreundlich ist. Das Problem ist, es gibt bereits Alternativen, auch von Konami selbst, beispielsweise Speed Duel oder Rush Duel, die das Spiel einsteigerfreundlicher machen sollen oder zumindest einen einfacheren Einstieg ermöglichen sollen. Das Problem ist aber, dass diese Alternativen nicht sonderlich beliebt sind und dass das normale TCG oder auch Master Duel für Leute, die beispielsweise lange nicht gespielt haben oder das erste Mal spielen, viel zu überfordernd sind. Und ich würde mir wünschen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie genau man das anstellen soll, aber dass es irgendwie möglich wäre, auch Leute wieder reinzuholen, die keine Combo mit 27 Steps auswendig können. Und wie gesagt, es ist schwierig, aber ich würde mir wünschen, dass das irgendwann möglich wäre. Boah, schwierige Frage. Mehr Accessibility der Karten, weil so viele Karten ultra teuer sind und für viele Leute, glaube ich, die sich dann nicht leisten können, irgendwie geile Decks zu spielen oder denken, oh, wie soll ich das machen, dass man vielleicht, so wie im OCG, finde ich es eigentlich ganz geil, dass viele Metakarten halt so ein High-Rarity-Printing haben und ein Low-Rarity-Printing oder mehrere. Das würde ich, glaube ich, ändern, dass das bei uns im TCG auch so wäre. Fände ich geil. Oh mein Gott. Die erste Sache, die da einfällt. Okay, die erste Sache für Produkte. Mehr Varietät an Raritäten, sprich Ultis vielleicht an Hauptsets oder Ghosts, das würde ich feiern. Also, ich würde mal sagen, ich würde die Timeout-Regelung ändern. Weil ich finde, es ist ziemlich unfair, dass die zweite Person oder dein Gegner oder mein Gegner halt kriegt die Chance nicht, darauf zu reagieren. Und Karten wie Resonator nehmen halt den Spaß an dem Spiel. Und ich finde, da sollte Konami vielleicht mal ein bisschen darüber nachdenken, dass man vielleicht beide Spieler die gleiche Chance geben, wenn es halt um Time geht. Weil ich persönlich selber habe, ich glaube ich, dieses Wochenende 4 Spiele wegen Time verloren. Und das soll nicht sein, würde ich sagen. Ja, das waren ja doch sehr viele Eindrücke und interessante Ideen. Jetzt natürlich auch meine Meinung, denn sicherlich wollt ihr die auch hören. Und zwar, was würde ich gerne ändern wollen? Naja, um ganz ehrlich zu sein, ich würde gerne feste Daten haben. Bedeutet, Banlist feste Daten. Und feste Daten bei den Turnieren. Das heißt, nicht einen Monat früher irgendwie bekannt geben, hey, yo, übrigens, YCS in Dortmund. Sondern dass man das vielleicht irgendwie so macht, dass man halt irgendwie ein halbes Jahr, mindestens, wenn nicht sogar ein Jahr vorher weiß, wann finden welche Turniere statt. Weil so kann man sich Urlaub nehmen. Weil das Problem ist ja oft, dass Leute halt arbeiten und dann sich einfach nicht Urlaub nehmen können. Was absolut blöd ist. Und ja, und mit der Banlist auch. Es muss nicht unbedingt sein, dass es immer exakt an ein Datum sein muss. Weil es ist ja nun mal so, dass es sein kann, dass das Format gerade keine neue Banlist braucht, weil ein neues Set gekommen ist oder so. Aber zumindest halt nicht früher als, dass man zumindest ein bisschen sich vorbereiten kann. Soll ich mir die Karte noch kaufen oder nicht? So kann man dann ein bisschen planen. Und vor allem natürlich dann auch in Kombination mit den festen Turnierdaten kann man umso besser planen, weil man weiß, okay, YCS Dortmund ist dann, eine Banlist kommt nicht vorher, heißt, ich kann mir die Karten holen. Wäre super, wäre halt so mein Ansatz, den ich gerne geändert haben möchte. Ja, aber was denkt ihr denn? Habt ihr vielleicht Vorschläge oder Veränderungen oder Verbesserungen? Schreibt es auch mal unten in die Kommentare und ich würde sagen, euch einen schönen Tag und auch viel Spaß beim Duellieren.